Heute erklärt euch Daniel von Motiviert Studiert, was du beachten solltest, wenn du ins Studium startest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und nachdem ihr natürlich schlau im Kopf seid, geht ihr schon über den Traumabiturschnitt hinaus und fragt euch, wie ist das denn dann eigentlich, wenn ich an der Uni bin? Was soll ich denn da im allerersten Moment beachten? Und nachdem ich ja immer sage, Leute, ich bin nur für Oberstufenschüler da. Mein voller Fokus liegt darauf, auf Oberstufenschüler mich zu spezialisieren und denen den absolut maximalsten Mehrwert zu bieten und da auch meine ganze Expertise aufzubauen, sage ich euch immer wieder, wenn ihr Fragen zum Studium habt, dann geht zu Daniel von Motiviert Studiert. Der hat einen super tollen YouTube-Kanal und in diesem Video haben wir sogar die Ehre, dass er uns die besten Tipps mitgibt, die man eben beachten sollte, wenn man neu in eine Uni reinstartet. Und deswegen, Daniel, die Bühne gehört dir. Ja, vielen herzlichen Dank, Leo, für die Einladung, auf deinem Kanal etwas zu sagen. Es ist wirklich eine große Ehre. Ich finde, du bist ein großartiger Mensch, bei dem wirklich das Herz am rechten Fleck sitzt. Und für euch Follower, ihr könnt wirklich froh sein, so einen großartigen Abiturcoach zu haben. Leo hat mich gefragt, etwas zu sagen, was dich im Studium erwartet und vor allem im ersten Jahr. Und das möchte ich jetzt gerne tun. Das Wichtigste für dich, wenn du an die Uni kommst, sind deine Erwartungen. Und wenn diese Erwartungen nicht der Realität entsprechen, dann kommt es zu etwas, was Lernschock heißt. Lernschock heißt, all das, was du erwartet hast, trifft nicht in der Realität ein und deine Lernstrategien, die du vorher erfolgreich in der Schule benutzt hast, helfen dir nicht mehr an der Uni. Woher kommen denn nun deine Erwartungen? Oftmals von großartigen Geschichten, die an super Abenden mit Freunden, die schon studieren, erzählt werden oder aus amerikanischen Filmen. Partys, ganz viel Alkohol und freie Zeiteinteilung. Dort gibt es keinen Schulzwang. Du kannst selber entscheiden, ob du zu einer Veranstaltung kommst oder ob du sie ausfallen lässt. Und das ist natürlich eine große Freiheit. Gleichzeitig ist es auch eine große Verantwortung für dich selber, weil du dich selber managen musst. An manchen Tagen hast du nur eine Vorlesung, an anderen aber 5 oder 6. Das heißt, du wirst den ganzen Tag in der Uni bleiben. Und hier bist du gefordert, dir Strategien zu überlegen, die dir helfen, durch diesen Uni-Alltag Schritt für Schritt durchzukommen und ihn so anzupassen, dass du erfolgreich bist. Um für die Uni fit zu sein und deinen Lernschock abzumildern, brauchst du 3 Dinge. Und das erste ist Wissen. Nicht dieses Fachwissen, was du an der Uni sowieso erwerbst, sondern das Wissen, wo Sachen stattfinden, wann Sachen stattfinden, was einem Professor wichtig ist, welche Institutionen es gibt und wie diese Institutionen dir helfen können. Ohne dieses Wissen wirst du dich fremd fühlen an der Uni. Denn erst wenn du die Umgebung verstehst und du dich gut eingelebt hast, kannst du dich auch wirklich auf die fachlichen Sachen konzentrieren und dann gute Noten schreiben. Das zweite, was du brauchst, ist Selbstkompetenz. Vorher hat beim Lernen dein Lehrer dir ganz viel abgenommen. Er hat es dir so aufbereitet, dass es schon ein Häppchen war. Er hat es wiederholt und von verschiedenen Seiten präsentiert und er hat es mit dir geübt. Der Professor an sich wirft dir das Wissen hin, viel schneller, als du es an der Schule gewohnt bist. Hier kommt es darauf jetzt an, dass du von diesem Lernprozess viel mehr selber übernimmst. Du musst aktiv werden und das geballte Wissen, was dir innerhalb von 90 Minuten Vorlesung ja wirklich hingeworfen wird, ganz schnell aufzunehmen und so zu transformieren, dass du es verstehst und leicht lernen kannst. Und diese Kompetenz ist essentiell für deinen Studienerfolg. Kommen wir zur letzten Kompetenz, die Interaktionskompetenz, wie du mit Leuten kommunizierst. Und aus der Schule kennst du es vielleicht, dass du nur wenige Lehrer hast. Sie kennen dich, du kennst sie. Vielleicht noch eine Schulsekretärin und manchmal, wenn du nicht artig warst, wahrscheinlich auch den Schulleiter. Aber die können nicht einschätzen. Wenn du dort einmal in ein Fettnäpfchen drehst, machen die, oh mein Gott, aber ich kenne ihn ja. Normalerweise ist er nicht so. An der Uni gibt es nicht mehr 20 oder 30 Leute in irgendwelchen Klassen, sondern in Vorlesungen können bis zu 3000 Menschen sitzen. Wahrscheinlich wirst du mit jedem einzelnen Professor vielleicht nur einmal im E-Mail-Kontakt stehen oder einmal persönlich ansprechen. Und da ist es unglaublich wichtig, einen guten Eindruck zu machen, damit du genau das bekommst, was du brauchst von diesem Professor. Denn
Manche Leute können sehr schnell eingeschnappt sein, wenn du den Ton nicht triffst. Und von daher ist es wirklich essentiell, dass du weißt, wie man höflich mit Professoren umgeht und vor allem, wie man eine E-Mail schreibt, die nicht fordernd ist und auch nicht unhöflich. Denn nur so wirst du an der Uni wirklich kommunikativen Erfolg haben. Fassen wir das alles nochmal zusammen. Wenn du an die Uni kommst und nicht unifit bist, wirst du etwas erleiden, was heißt Lernschock. Du hast eine emotionale Achterbahnfahrt, weil deine Lernstrategien, die du in der Schule gehabt hast, nicht mehr an der Uni jetzt funktionieren werden. Um dem aber entgegenzubeugen, solltest du dir unbedingt so viel wie möglich über deinen neuen Studiengang und deine neue Uni an Wissen zufügen. Gleichzeitig solltest du an deiner Selbstkompetenz arbeiten und vor allem an deinem Selbstmanagement. Wie organisiere ich mich an einer Uni, die unglaublich unterschiedlich ist von ihrem täglichen Ablauf? Und natürlich, wie trete ich höflich, ehrlich und kompetent einem Professor gegenüber? Wenn du das alles kannst, wirst du Erfolg an der Uni haben, genauso wie an der Schule. Vielen herzlichen Dank, lieber Leo, dass ich hier das Wissen weitergeben konnte und ich freue mich, dass du auch auf meinem Kanal auftreten wirst. Ciao! So Leute, ich bin's nochmal. Vielen, 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 vielen Dank an Daniel für die geilen Tipps. Da konnte sogar ich mir nachträglich noch einige Punkte von abschneiden, weil das wirklich extrem, extrem wichtig ist. Ich will auch gar nicht mehr viel sagen, außer schaut unbedingt auf seinem Channel vorbei. Vor allem, wenn ihr jetzt dann auch ins Studium reinstartet. Es ist so wertvoll und er hat echt richtig geile Videos. Ansonsten wird er und ich natürlich immer nicht glauben. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.